Ich stelle jedem eine Frage, vor allen Dingen die Leute, die nicht beten. Stell dir vor, jemand würde dir sagen, wenn du fünfmal am Tag 10 Minuten arbeitest, kriegst du monatlich 5.000 Euro. Würde irgendjemand diese Arbeit lassen? Würde sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ist mir zu anstrengend. Vor heute gibt es einige Leute, die sagen, das Gebet ist mir zu anstrengend. Fünfmal am Tag 10 Minuten. Wenn ich dir sagen würde, da kriegst du 5.000 Euro für, ich glaube nicht, dass es hier irgendjemand gibt, der sagt, diese Arbeit würde ich nicht annehmen. Fünfmal am Tag 10 Minuten. Du kannst die Arbeit sogar von zu Hause machen. Hier zumindest in diesem Land. Das heißt, jeder würde die Arbeit abnehmen. Was wäre, wenn ich sagen würde, bete fünfmal am Tag, mache fünfmal am Tag, arbeite 10 Minuten zu Hause bei dir und du kriegst 100.000 Euro im Monat. Würde irgendjemand die Arbeit ausschlagen? Wahrscheinlich keiner. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Der allmächtige Gott hat dir was Besseres versprochen als 100.000 Euro im Monat oder 1 Milliarde Euro im Monat. Was hat er dir versprochen? Das Paradies, wenn du betest. Er sagt, خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. Fünf Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. Wer daran festhält, der hat einen Vertrag mit Allah, dass er ihn in das Paradies hineinführt. Willst du ins Paradies? Bete fünfmal am Tag. Willst du in die Hölle? Dann lass es sein. Dann wirst du in die Hölle gehen. Wirst vielleicht irgendwann mal rauskommen, vielleicht machst du irgendwas, dass du doch gerettet wirst. Manche Gelehrte sagen, wenn ich betet, ist Kafir. Wegen diesen Versen, die wir eben genannt haben. Was heißt manche? Viele. Viele sagen, der kommt nie aus der Hölle raus. Das ist also eine Katastrophe. Wenn ich dir sagen würde, ja, viele Leute, das ist so ganz normal geworden in der islamischen Umma, wenn du sagst, ja, ich bete nicht, das Ganze, betest du fünfmal am Tag, ja, nee, ich bete nicht. Ich gehe manchmal so zum Jumma-Gebet oder, ja, ich habe ein gutes Herz, aber ich bete nicht. Hallo, ein gutes Herz führt zu guten Taten, mein Freund. Ein gutes Herz führt zu guten Taten. Soll ich mal ein Beispiel geben? Was wäre, wenn dir jemand sagen würde, eine Frau würde dir sagen, ja, ich bin eine gute Frau, ich habe ein gutes Herz, ich bin zwar Prostituierte, ich arbeite im Bordell, schlafe jeden Tag mit 20 verschiedenen Männern, aber ich habe ein gutes Herz. Was würdest du sagen? Da würde ich dir sagen, Audhubillah. Was würdest du sagen, wenn du einen Mann hast, der ist heroinabhängig, der ist Bankräuber, irgendwas, was würdest du sagen? Da würdest du sagen, Audhubillah. Okay, nicht zu beten ist schlimmer als das. Nicht zu beten ist schlimmer. Weil Sina, sagt keiner, der bringt dich aus der Religion raus, aber Gebet, sagen Gelehrte, der ist Kafir. Gibt Gelehrte, die sagen, das ist Kafir. Sagt keiner, wenn du Sina machst, sagt keiner, du bist Kafir. Das ist schlimmer. Was soll jetzt noch kommen danach, wenn du nicht betest? Jetzt wird dir der ein oder andere sagen, und jetzt kommen die drei Ausreden. Frag dich selber, wenn du nicht fünfmal am Tag betest, jetzt kommen die drei Ausreden. Ausrede Nummer eins. Wenn noch eine andere Ausrede hat, kann die mir gerne geben. Ausrede Nummer eins ist, ja, weißt du, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich habe auch eine Freundin oder einen Freund oder, ja, ich bin irgendwie noch nicht bereit. Also erstmal muss ich mit den schlechten Taten aufhören, danach fange ich an zu beten. Was sagen wir der Person? Erstens sagen wir, was ist, wenn du morgen schon krepierst? Was ist, wenn du hier aus der Tür gleich rausgehst, hast dir nicht vorgenommen, fünfmal am Tag zu beten, boom! Und da kommt der Lastwagen und du bist platt. Was ist dann? Und wenn der Trunkenheit des Todes kommt, was dann? Das, was wovor du dich hüten willst. Was ist dann? Und dann siehst du zwei Engel in der Augenweite mit finsteren Gesichtern. Und dann zieht der Todesengel dir die Seele raus. So ähnlich wie Stacheldraht durch die Baumwolle. Was ist dann? Und dann wird die Seele stinkend hochgebracht zum ersten Himmel und wird nicht aufgemacht, wird runtergeschmissen. Und dann kommt ein Mann mit einem schlechten Gesicht im Grab, mit einem unglückbringenden Gesicht im Grab, das sind die schlechten Taten. Und dann kommt der Engel im Grab und sagt, mein Rabbuk, wer ist dein Herr? Was willst du dann sagen? Allah, bezeuge hier, dass Allah dein Herr ist und werf dich vor ihm nieder.
Man, die Bedienung, was ist deine Religion? Islam? Islam heißt sich unterwerfen, sich ergeben. Und Allah sagt zu dir, Aqimus Salah, stell dich auf zum Gebet. Verrichte das Gebet. Was sollst du sagen? Man, Nabiuk, wer ist dein Prophet? Wisst ihr, was die Leute sagen werden? Die in diesem Leben, dass diese Shahada nicht vervollständigt haben, die werden sagen, ich habe das gesagt, was die anderen Leute gesagt haben. Warum sagst du, Mohammed ist der Gesandte Allahs? Beweise mit deinen Taten, dass Mohammed dein Gesandter ist. Indem du das Wort von niemandem seinen Wort bevorzugst. Indem alles für dich nach dem Maßstab läuft, den er herabgebracht hat, mit den er gebracht hat durch den allmächtigen Gott. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bei Allah, sie werden nicht eher glauben, oder das kann vollständiger Mann auch heißen, bis sie dich zum Richter machen in allem, was unter ihnen strittig ist. أَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und macht eure Taten nicht zunichte. Was ist, wenn der Tod gleich kommt? Nimm dir heute vor, dich zu bessern und sag, Inna Salati wa Nusuki wa Mahyaya wa Mamati lillahi Rabbil Alamin. Mein Leben, mein Tod, meine Opferried, mein Gebet, die sind alle für Allah subhanahu wa ta'ala. La Sharika la, der hat keinen Partner. Wa bidhalika umirtu wa ana awlul Muslimin. Das ist mir befohlen worden und ich bin der Erste, der sich ihm ergibt. Sag, du bist der Erste in deiner Familie, die anfängt zu beten. Sag, du bist die erste Frau, die in der Familie anfängt, Hijab zu tragen. Sag, du bist der Erste, der eine Arbeit aufgibt, die haram ist für Allah. Sei du der Erste. Sei du der Erste, der den Koran liest. Und lasse niemanden zuvorkommen in dieser Sache. Dann wirst du erfolgreich sein. Aber wie wollen wir erfolgreich sein, wenn wir sagen, wir sind Muslime? Betest du? Nein. Fastest du? Manchmal. Was machst du? Was hast du? Was ist das für eine Religion? Sind wir im Christentum? Demnächst baut sich einer einen Weihnachtsbaum auf oder wie, der nichts mit der Religion überhaupt zu tun hat? Wirklich, wenn das so weitergeht, glaube ich, stehen irgendwann die Weihnachtsbäume zu Hause. Wo ist Islam? Wo ist der Stolz für diese Religion? Umar al-Khattab sagt, nahnu qawmun azzana Allahu bil Islam. Wir sind ein Volk, Allah hat uns mit dem Islam stolz gemacht. Ehre gegeben. Wenn wir den Stolz, die Ehre in etwas anderem suchen, Allah wird uns erniedrigen. Das ist das, was wir sehen. Deswegen, die erste Ausrede, ich bin noch nicht so weit, ich mache noch zu viele schlechte Taten. Ich frage dich, wo steht geschrieben, dass es besser ist, zwei schlechte Taten zu machen als eine? Wo steht das? Mal eine Frage, ist irgendjemand der Meinung, es ist besser, zwei schlechte Taten zu machen als eine? Ist irgendjemand dieser Meinung? Gibt es irgendjemanden, der glaubt, zwei schlechte Taten sind schlechter als eine? Nee, es gibt keinen. Also wer glaubt, dass es besser ist, eine Freundin zu haben und nicht zu beten, weil das sind zwei voneinander getrennte Sünden, als eine Freundin haben, aber zu beten? Wer eine Freundin hat, aber betet, der hat nur eine Sünde. Und diese Sünde ist weniger schlimm, als nicht zu beten. Und außerdem, wie willst du von deinem schlechten Weg wegkommen, wenn du nicht betest? Und Allah sagt im Koran, Inna salata tanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, die erste Ausrede, ich mache schlechte Taten, können wir schon mal aus dem Müll, ganz aus dem Fenster werfen.